nur sagen, du musst Chris seinen eigenen Weg finden lassen. Oh mein Gott, du hast recht, Brian. Ich muss ihn in die Richtung eines bestimmten Weges lenken und ihn zwingen, ihn zu beschreiten. Das ist das Gegenteil von dem, was ich sagte. Chris, du wirst dann Erfolg haben, wenn du kultiviert und weltgewandt bist wie unser Hund. Also wirst du von jetzt an immer Brian folgen und alles tun, was er tut. Was? Komm schon, Brian, du musst Chris zeigen, wie er besser wird als ich. Du warst auf der Brown-Uni, dein Buch wurde veröffentlicht und du hörst als Erster, wenn Joe aus der Wanne fällt. Das passiert in letzter Zeit öfter. Aber du hast wohl recht. Vielleicht bin ich es, der einen Diamanten aus diesem Stück Kohle formen muss. Aber nur, wenn Chris das auch will. Ist mir egal. Gut, dann mach ich's. Folge mir einfach, Chris. Denn aus dir könnte was Tolles werden. Vielleicht wirst du sogar so ein Typ aus dem Mission Control Center, der nachdenklich wird, während alle anderen feiern. Apollo 13, hier ist Mission Control. Hören Sie mich? Apollo 13, hier ist Mission Control. Hören Sie mich? Hören Sie mich, Apollo 13? Mission Control, hier ist Apollo 13. Uns geht es allen gut. Schön, zu Hause zu sein. Woo! Sir, Sie haben es geschafft. Sir, ist alles in Ordnung? Ich habe vor ein paar Jahren ein Nook E-Book wieder gekauft und ich bin immer noch angefressen deswegen. Nook, Leute, es tut uns leid. Kau in die Richtung. Abendessen macht keinen Spaß ohne Chris. Auf wen soll ich jetzt mein Brötchen werfen? Naja, weißt du, Peter, er verbringt im Moment sehr viel Zeit mit Brian. Ist nicht dasselbe. Jedenfalls haben er und Brian sehr viel Zeit miteinander verbracht. Wirklich? Du ignorierst das völlig? Du hattest eben ein Brötchen am Kopf. Guten Abend, meine Lieben. Verzeiht die kleine Verzögerung. Du bist nicht verzögert. Wir haben dich zweimal testen lassen. Da seid ihr beide, ja. Wir haben uns schon Gedanken gemacht. Brian und ich haben uns köstlich amüsiert. Wir waren im Symphoniekonzert und dann in einem Independent-Theater, wo sie auf der Bühne echt geraucht haben. Dann waren wir auf der Buchmesse von Quahog und haben in einer Fragestunde Fragen gestellt, die keine echten Fragen waren. Was für ein kluger und kultivierter junger Mann du bist. Du folgst in der Tat dem Beispiel von Brian. Wenn wir ehrlich sind, lerne ich von ihm. Nicht wirklich, aber ihr wisst schon. Ach, ich hab gewusst, dass Brian Chris den Weg zum Erfolg zeigen kann. Hey, lass uns das feiern. Es gibt ein neues Panda-Baby im Zoo. Hast du Lust, es mit Käseflips zu bewerfen? Bewirf Lois damit. Sie wird es einfach hinnehmen. Oh, Dad. Das wäre was für mein altes Ich gewesen. Aber Brian und ich müssen wieder los. Oh, okay. Wir gucken einen alten Film, der auf einer provisorischen Leinwand in einem matschigen, kalten Park läuft. Das klingt furchtbar. Es ist furchtbar. Aber wenigstens werden wir keinen Parkplatz finden. Macht's gut. Gott, ich... Für mich als hätte ich meinen Sohn verloren. Ich habe eine Warze in der Arschfalte und sie juckt, wenn ich mich nicht richtig abputze. Das war kein gutes Abendessen. Da seid ihr zwei, ja. Setzt euch doch zu uns. Ich kann nicht bleiben. Brian zeigt mir all seine Lieblingsbeschäftigungen. Panik zu kriegen, wenn die Heizung anspringt? Wir nehmen an einem Autismusmarsch teil. Ihr seid wohl schon losmarschiert. Und es kann spät werden, weil wir danach zu einer Lesung der Odyssee gehen. Ihr kennt ja den Spruch, Homer ist, wenn man trotzdem lacht. Antike Dichterwitze hat er einfach drauf. Bis dann. Ich find's voll doof, dass Chris dauernd Zeit mit Brian verbringt. Die schaukeln wohl ihre Eier, weil sie zwei Eierschaukler sind. Es ist, als wäre er gar nicht mehr mein Sohn. Er macht nur noch dieses Schickimicki-Zeug. Oh, Peter, ich weiß, er fehlt dir, aber das ist doch das, was du gewollt hast. Ja, schon, aber ich dachte nicht, dass er, wenn er etwas klüger wird, seinen alten Herrn abblitzen lässt. Weißt du was? Scheiß auf den Scheiß. Ich will meinen Sohn zurück. Beruhige dich. Chris macht gerade eine Phase durch. Er wird sie hinter sich lassen, so wie du deine Walk-Like-in-Egyptian-Phase aufgegeben hast. Paul war ein guter Mann. Ein guter Freund. Ich werde nie vergessen, wie er mich unterstützt hat. Als... Tut mir leid, ich schaff das nicht.
Ich habe eine Tasse gemacht, auf der weltbester Sohn steht. Wenn er die bemerkt, werden wir bald wieder ein Herz und eine Seele sein. Was steht auf der Tasse, Chris? Weltbeste Sonne. Diese Welt hat nur eine Sonne. Was für ein Idiot hat diese Tasse gemacht? Ich bin durch Musik sehr leicht beeinflussbar. So, Chris, ich weiß, dass du jetzt kultiviert bist und so, aber kein Mann widersteht den Sirenenrufen des geistig zurückgebliebenen Supermodels Kate Upton. Tut mir leid, Dad. Ich stehe jetzt mehr auf Bräute mit Uni-Abschluss. Aber Chris, das musst du ausnutzen. Die Uhr tickt für Kate Upton. Ihr Fenster ist nicht mehr lang offen. Und vorbei. Los, raus mit dir. Entschuldige, Lois, ich brauche den Fernseher. Ich muss meinen Sohn zurückgewinnen. Was soll das jetzt werden, Peter? Brian zeigt Chris doch dauernd diese ausgefallenen ausländischen Filme. Ich denke, ich kann Chris mit diesem französischen Werk überzeugen. Les Roquets Trois. Roquet! Adrienne! Roquet! Adrienne! Ich bedauere den Idiot. Oh, Klüberlange! Peter, das ist sinnlos. Du wolltest, dass Chris ein besserer Mensch mit einer tollen Zukunft wird. Und dank Brian liegt diese jetzt vor ihm. Ja, aber ich erkenne Chris jetzt überhaupt nicht mehr und verbringe keine Zeit mehr mit ihm. Als ob Chris nicht mehr mein Freund wäre. Danke, dass ihr zum Buchclub gekommen seid. Also, ich muss sagen, ich mochte das Buch diese Woche. Die Verurteilten von Stephen King. Ja, ja, das ist... Wie die Leiden des jungen Werther. Ich verstehe. Was meinst du damit? Du weißt schon, wegen der Verurteilung und dem Knast. Ich meine, in Leiden des jungen Werther geht es ja auch um einen Knast. Das hört sich falsch an. Das sagt doch schon der Titel. Es geht um die Leiden eines jungen Wärters. Eines jungen Gefängniswärters natürlich. Das ist der Clou daran. Wir erfahren viel über seinen Alltag und das ist sehr beeindruckend geschildert. Kann ich dich unter vier Augen sprechen? Oh, da habe ich doch Ohren wie ein Spitz. Die Kleine versteht's. Brian, was laberst du da? Es ist klar, dass du keines der Bücher gelesen hast. Wow, Chris, du klingst schon wie Mark Twain, dessen echter Name Samuel Clemens war. Lass mich mit der alten Nummer in Ruhe. Es ist echt nicht zu glauben. Ich hielt dich für gebildet und außergewöhnlich, aber du bist nur ein Betrüger, wie Moses. Und das 11. Gebot des Herrn lautet, Moses darf immer der Erste am Buffet sein. Was? Oh, im Ernst jetzt? Ich weiß, Leute, das ist echt doof, aber so steht es geschrieben. Warum machst du das? Warum wirst du Käseflips auf ein Panda-Baby? Weil ich es attraktiv finde und das jagt mir Angst ein. Und deswegen bist du so toll, Dad. Du versuchst nicht, ein anderer zu sein, als du bist. Du tust, was du willst. Es ist dir egal, was die anderen denken. Es ist mir nicht egal, was du denkst. Hör zu, Chris, du bist mein Sohn und ich will das Beste für dich, aber ich will nicht, dass dein Vater nicht mehr gut genug für dich ist. Keine Sorge, Dad, du bist immer gut genug für mich, du bist der Beste. Und wenn ich erwachsen bin, will ich so sein wie du. Wirklich? Oh, danke, Chris. Käseflips? Macht Spaß, was? Ja, und die Panda-Mama macht nichts dagegen, weil man ihr das Augenlicht genommen hat, um sie gehorsamer zu machen. Du hast recht. Das hat alles nur angefangen, weil ich mich schlecht gefühlt habe, ein Versager zu sein. Aber weißt du, ich habe dich als Sohn. Also habe ich was richtig gemacht. Ich liebe dich, Dad. Komm mit, Chris. Trinken wir eine Cola für $18 in dem grauenvollen Zoo-Restaurant. Ja! Verklebte Tische voll mit Wespen! Gleich verraten wir Ihnen, wo Sie hinsehen sollen, wenn Sie mit einem Kollegen auf dem Klo reden. Die Antwort überrascht Sie vielleicht. Ich glaube, wir haben heute alle etwas gelernt. Weitere Nachrichten. Der Fernsehton läuft weiter, auch wenn Menschen ihr Gespräch fortsetzen. Sehr richtig, ja, Peter. Ja, Studien und haben ergeben, dass ein laufender Fernseher dadurch das sein, deaktiviert er wird, dass Sie Ihren Gesprächspartner... Ist.
human shit. Next thing we do is this. So I really gotta know as lovers or friends. Baby, don't front your time in the deal. All we love is our friends.